letzten Montag im Monat. Und wie das Wort Palaver schon sagt, wollen wir vor allen Dingen ja auch das Gespräch. Und das werden wir auch heute so haben, dass wir eine Dreiviertelstunde hier vorne sind und dann das Gespräch zu euch und Ihnen öffnen. Ich freue mich sehr, dass Julia Futsch zu Gast ist. Herzlich willkommen bei uns bei ATTAC. Ich möchte Sie vorstellen, ich glaube, es wird ein Abend, der auch interessante feministische Aspekte mal beleuchten wird, die bei uns bei ATTAC immer so ein bisschen unterbelichtet sind. Was willst du ja heute ändern? Ich möchte einfach hier vorlesen, weil sie auch einige Preise bekommen hat, wie das hier steht in dem Buch, was sie geschrieben hat. Also das Buch heißt ja Tiefrot und radikal gut für eine neue linke Erzählung. Es wird also ein sehr erbaulicher Abend heute. Und Julia Futsch ist 1983 geboren, Journalistin. Sie schreibt für den Bayerischen Rundfunk, für Arte, für Analyse und Kritik. Was ist das eigentlich? Was ist das für eine Zeitschrift? Das ist so eine linke Monatszeitung aus Hamburg, die sich so zwischen wissenschaftlichen und aktivistischen Analysen bewegt. Ja. Vor allen Zeiten hieß die mal Arbeiterkampf. Das war auch eine berühmte Erzählung. Der Arbeiterkampf, genau. Ihr Feature Prolls, Assis und Schmarotzer, warum unsere Gesellschaft die Armen verachtet, wurde 2016 mit dem zweiten Preis des Otto-Brenner-Preises, also von der Gewerkschaft, sowie mit dem Deutschen Sozialpreis ausgezeichnet. Und das Feature Das Pogrom von Hoyerswerda, eine Reise in die Gegenwart, gemeinsam immer mit Sebastian Dörfler, erhielt den Pechmann-Preis 2018. Eine sehr engagierte Journalistin. Und dieses Buch ist sehr erbaulich und fasst viele verschiedene Aspekte unserer Aktivismustätigkeiten zusammen. Aber vor allen Dingen auch hat sie einen wunderbaren Blick auf feministische Perspektiven der Fürsorge, des Kümmerns, der Angewiesenheit und der neuen, weicheren Form von Lebensgestaltung, aber auch eben der bunteren Form von Lebensgestaltung, die auch eine kapitalismuskritische Widerstandskraft entfalten kann. Und jetzt aber erstmal vielleicht, Julia, erzählst du, wie du zu diesem Buch gekommen bist. Hallo, schön, dass ihr gekommen seid und dass ihr und sie alle da sind und da seid. Trotz Sinnflut da draußen, vielleicht mussten manche von euch noch bei strömendem Regen los. Herzlichen Dank. Und vielen Dank, Renate, dass du das Gespräch heute Abend mit mir führst. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich auch. Sie auch. Ja, schön. Wir sind die Nicht-Fügsamen. Gut, die Nicht-Fügsamen. Vielleicht wird das auch eine Erzählung. Ja. Wie bin ich dazu gekommen? Also einerseits war die Suche nach einer linken Erzählung für mich so eine persönliche Flucht, auch in den letzten Jahren, weil ich gesehen habe, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Journalismus und meine Freundinnen und Freunde, meine Familie sich alle abarbeiten an den rechten Erzählungen, vor allem an der AfD gerade, an dieser extrem rechten Erzählung. Und ein bisschen auch deswegen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich dafür noch länger Kraft habe, habe ich den Blick gesucht auf die guten Ansätze, die da sind und habe mir gesagt, ich gucke mir an feministische Ideen, ökologische Ideen, soziale Ideen, migrationspolitische Ideen. Da muss es gemeinsame Nenner geben und können wir diese Ideen irgendwie bündeln, damit wir einfach auch schlagkräftiger werden als Linke. Und deswegen bin ich, also... Ja, bei der Gelegenheit kannst du vielleicht erzählen, warum dir das Wort Narrativ oder Erzählung so wichtig ist und was es jetzt auch eigentlich auszeichnet gegenüber anderen Begriffen wie Ideologie oder Vision oder Konzept. Ja, das Schöne am Erzählen ist, dass wir uns die ganze Zeit eigentlich daran beteiligen. Wir erzählen uns Geschichten am Kinderbett, im Büro, in der Kantine. Manche erzählen Geschichten von der Kanzel in der Kirche aus, die haben dann schon ein bisschen mehr Hörerschaft. Manche erzählen Geschichten, wie wir das machen, als Journalistinnen, manche als Lehrerinnen und Lehrer, manche als Parteipolitikerinnen, manche als Redner auf einer Demo auf der Straße, in einer anderen Form der Politik. Aber auch wir alle im Alltag erzählen uns die ganze Zeit Geschichten. Und da ist eben entscheidend, was für Geschichten wir uns da erzählen. Ob wir immer weiter die Geschichte erzählen der letzten 30 Jahre, ein gutes Leben für alle schaffen wir, wenn jeder an sich selber denkt und an sich selber glaubt und
dann werden es alle schaffen. Jeder schafft es, wenn er oder sie sich nur genügend anstrengt. So. Damit sind wir schon praktisch bei der kapitalistischen Erzählung. Wir wollen jetzt zunächst mal auf diesen unglaublich phänomenalen Erfolg der kapitalistischen Erzählung zu sprechen kommen, die ja trotz Widersinns und Irrsinns und Zerstörung eine sehr erfolgreiche Erzählung ist. Und wir wollen dann natürlich möglichst bald auch zu dem kommen, was wir als eine Erzählung entgegenhalten könnten und sollten. Aber du wolltest vorher noch wissen, ne, warum, was der Unterschied ist zum Beispiel zu einer Ideologie. Oder unter einer Ideologie zum Beispiel verstehen ja wir ja meistens etwas, das eher von den Herrschenden gemacht wird, also von einem Staatslenker oder sagen wir mal von Erdogan oder von einem Unternehmer wie Mark Zuckerberg, dem Facebook-Gründer. Also etwas, das tendenziell nicht so offen ist für basisdemokratische Ideen. Und wie ich gerade erzählt habe, am Erzählen beteiligen wir uns eben die ganze Zeit. Und wir schaffen es, wir können es schaffen, wenn wir uns immer wieder ähnliche Geschichten erzählen, glaube ich, andere Geschichten als die bisherigen, die zu bündeln und zu einer anderen, einer Geschichte. Wir müssen einen Namen dafür finden und wir müssen Ideen dafür finden, aber tendenziell eine Geschichte von Solidarität und Empathie. Zu der können wir sie vielleicht bündeln. Und tatsächlich leben wir ja auch alle sehr oft nicht nur so, dass wir uns immer selber gegenseitig uns immer nur selbst durchsetzen und die Ellbogen ausfahren, sondern wir leben ja in einem hohen Maße eigentlich solidarisch. Also wir haben Millionen von Menschen, die in den großen sieben Ehrenamtlichen, also ehrenamtlich tätig sind in den großen sieben Wohlfahrtsverbänden, zum Beispiel meine Mutter, die mit Demenzkranken singt, und wir hören der besten Freundin nachts stundenlang in einer Kneipe zu. Das machen wir nicht in der Hoffnung auf Karma-Ausgleich im nächsten Leben. Manche vielleicht schon. Das heißt, wir können eigentlich andere Geschichten erzählen und wir können auch widersprechen, wenn diese Geschichten erzählt werden. Wenn jemand in irgendeiner Situation sagt, ja, das war ja wieder mal klar, jeder ist sich selbst der Nächste, können wir sagen, vielleicht war das jetzt in dieser Situation so, aber ganz oft empfinde ich uns Menschen eigentlich anders. Oder wenn jemand sagt, also Frauengruppen an sich, die bringen überhaupt nichts, Frauen untereinander sind immer Zickenkriege. Kann man sagen, nein, das stimmt gar nicht, das erlebe ich ganz anders. Wenn Frauen unter sich sind, zum Beispiel meine Patentante, die da sitzt und ich, oder meine Mutter und ich, oder andere Frauenzirkel, oder ein Kollektiv von Pflegerinnen oder so, die verhalten sich oft ganz anders, oder von Freundinnen. Also wir können da eigentlich versuchen, diese Erzählung, die bisher herrscht, aufzubrechen und mit anderen Ideen zu füllen, die viel mehr mit unserem Leben zu tun haben. Und alles in allem sagst du ja unterm Strich, wir könnten viel stolzer und selbstbewusster auf das Positive zu sprechen kommen in Erzählungen und sind viel zu eingeschüchtert praktisch, also von dieser Negativpropaganda. Wobei eben diese Negativpropaganda des Kapitalismus, also dass wir alle Egoisten sind zum Beispiel, ja eben auch positive Erzählungen hat. Also die Erzählungen, ja, jetzt bist du wieder an der Reihe, wie lautet die kapitalistische Erzählung, die so wahnsinnig wirkungsmächtig ist? Also momentan haben wir, glaube ich, ja zwei große Erzählungen, die ich die alten Erzählungen nenne, im Gegensatz zu der neuen Erzählung. Also die eine, die ist die sehr offensichtliche, extrem rechte Erzählung. Wir wollen das gute Leben für die Volksgemeinschaft, also nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Und die andere Erzählung ist eben die, wenn du dich genügend anstrengst, dann kannst du es schaffen. Und diese Erzählung stimmt nicht. Es sind mehr Menschen denn je auf der Flucht gerade, selbst in Deutschland, ist jedes dritte Kind von, jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Jeder fünfte Haushalt muss das ganze Jahr über zu Hause bleiben und kann keine eine Woche in den Urlaub fahren. Was gerade jetzt im Sommer vielleicht auch uns nochmal nahe geht und vielleicht sind auch unter uns einige, die sich das nicht leisten können. Frauen speziell. Das heißt, diese Erzählung stimmt nicht, aber sie lebt fort. Also kaum mehr jemand traut sich, diese Erzählung zu sagen, außer vielleicht ein paar FDPler. Aber trotzdem lebt sie fort in lauter kleinen Einzelgeschichten. Also wenn du genügend Steve Jobs Biografien liest, der Apple-Gründer, dann schaffst du es auch out of the garage.
Wenn du deinen Körper genügend tunst, dann überreicht dir Heidi Klum ein Foto. Das ist der Preis dafür, dass du weiter bist bei Germany's Next Topmodel. Die Frau wird verboten. Oder wenn du mutig genug bist und in so einem Jumpsuit mit Flügeln von dem Gipfel springst, dann verleiht Red Bull dir Flügel und Ruhm. 17 Menschen sind dabei schon gestorben, aber vor allem bringt das natürlich der Mehrheit der Menschen überhaupt keinen Ruhm und keine Ehre und auch kein gutes Leben für alle. Das heißt aber, wir sehen in lauter so kleinen Erzählungen, besteht diese große Erzählung doch noch fort. Und das können wir erstmal sehen. Und da hilft, glaube ich, dieses Mittel der Erzählung, das zu analysieren, dass es trotzdem weiter besteht. Und dann hilft es uns auch zu sagen, ja, dann können wir aber vielleicht auch dieses Mittel nutzen, der Erzählung und uns andere Geschichten erzählen. Selbstverständlich aber neben allen möglichen anderen Dingen. Wir müssen weiterhin in Parlamenten Rechte erstreiten, wie das Recht auf Abtreibung oder Informationen dazu. Wir müssen weiterhin Menschen in Asylsuchendenheimen auch manchmal vielleicht physisch davor bewahren, dass sie irgendwie einen Brandanschlag bekommen oder ein Mob vor ihrer Tür steht. Das heißt, es sind natürlich noch andere Mittel und Wege nötig. Die Erzählung kann nur dazu dienen, vielleicht verschiedene Ideen zu bündeln und zusammenzufügen. Weil dieses ganze Engagement ist ja schon da, aber wir müssen es, glaube ich, noch viel mehr sehen, benennen, die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ideen klar machen und feiern. Bevor wir auf diese Vision kommen, wollten wir noch mal ein bisschen zwei, drei Schlaglichter werfen auf Kapitel, die du geschrieben hast, über den Irrsinn dieser kapitalistischen Erzählung, also die andere Seite dieser Erzählung, am Beispiel Fleischverzehr und Flugverkehr. Das reibt sich. Da liest jetzt Julia zwei, drei Passagen aus ihrem Buch vor. Landwirtschaft braucht heute 50 Mal so viel Energie wie vor 60 Jahren. Vor allem für die Produktion von Fleisch. Dessen Verzehr gilt vielen als Statussymbol, ist global aber ein Privileg weniger. Im Schnitt werden weltweit pro Person im Jahr 10 Wirbeltiere geschlachtet, wobei Deutsche doppelt so viel Fleisch essen wie der globale Durchschnitt und deutsche Männer doppelt so viel wie deutsche Frauen. Dass mehr Fleisch auf den Tellern der Männer landet, am Kopfende stellen wir die uns immer noch vor, erscheint heute anachronistisch. Doch erst 2009 startete der Verlag Gruner und Jahr eine Männerzeitschrift namens Beef. Und traditionelle Küchenhäuser bewerben ihre Grills, die sind meistens so 2 Meter breit, bewerben ihre Grills auch 2018 noch mit leicht bekleideten Videos mit leicht bekleideten Frauen, die dem Mann am Ironwood 885 zuhauchen, wenn es mal wieder richtig heiß wird. Für den Fleischverzehr verfüttern wir 40% des weltweit geernteten Getreides und große Mengen an Ölschroten wie Soja an Tiere, um diese dann zu schlachten. Die Alternative der Fütterung auf Weiden ist gegenwärtig rar und teuer. Wir machen also Wälder, Brachen und Feuchtgebiete in Südamerika zu Agrarland, fahren das Getreide dann als Futtermittel nach Europa, verfüttern es dort an Schweine, die wir schlachten und abgepackt nach China schicken. Mit den Kalorien, die bei der Umwandlung von pflanzlichen in tierische Nahrungsmittel verloren gehen, könnten wir 3,5 Milliarden Menschen ernähren. 800 Millionen Menschen hungern aktuell. Jetzt noch ein Beispiel, wie Erzählungen wirken im Bereich Fliegen. Viel Fliegen hat neben materiellen Gründen wie fehlende Besteuerung von Kerosin auch erzählerische Komponenten. Es ist in vielen Milieus Lifestyle- und Statussymbol. Für die kosmopolitisch interessierte Touristin, für die Geschäftsfrau, vor allem aber für den männlichen, modernen Nomaden. Er hat seine Frau und Kinder in Frankreich und skypt, während er auf den Flug nach New York wartet, mit Bangkok. Frauen stehen in der Tendenz oft am Ende der Flugroute als Nannies, Ehefrauen, Mütter, Sexarbeiterinnen, Geliebte, Hotelpersonal. Zitat: Wer die Welt kennenlernen und am globalen Austausch teilnehmen möchte,
kommt um das Fliegen nicht herum, sagt der Vorstand der gründernahen Heinrich Böll Stiftung, in einer mit Airbus, also dem Flugkonzern, herausgegebenen Broschüre. Um eine Kritik am Fliegen, vor allem am Vielfliegen, in Form von Kampagnen gegen Bonusmeilen, Ad-Busting oder Terminalbesetzungen, machen selbst Umweltschutzorganisationen bislang einen Bogen. Es fängt gerade ein bisschen an. Auch wenn ein Flug von Berlin nach Griechenland und zurück pro Person 4 Quadratmeter Arktiseis schmelzen lässt. Ebenfalls nur über materielle Privilegien und neoliberale Denkstrukturen möglich sind privater PKW und Statuskonsum durch Autobesitz. PKW-Verkehr und Statuskonsum durch Autobesitz. Insbesondere durch Männer und Deutsche. In der Bundesrepublik gibt es mehr Autos als in allen Ländern des afrikanischen Kontinents zusammen. Auch weil deutsche Regierungen Autoverkehr durch Pendlerpauschale, Abwrackprämie und E-Auto-Zuschuss fördern oder weil sie Einkaufszentren am Ortsrand genehmigen, weil sie Immobilienunternehmen zum Tiefgaragenbau zwingen und damit Bewohnerinnen und Bewohner mit Pkw anziehen und weil sie Nachtzüge und Nahverkehrshalte abschaffen. In den USA trieb vor allem General Motors den Abbau des öffentlichen Nahverkehrs voran. Sich mit einem viel zu breiten SUV durch die engen Straßen europäischer Großstadtviertel zu zwängen, erscheint nur deshalb nicht auf allen auf Anhieb als absurd, weil die Ideen von Wettbewerb und einer bestimmten Art der Männlichkeit nach wie vor und trotz Klimakrise nach Statussymbolen und raumgreifendem Dominanzgebaren verlangen. Ja, soweit also der Irrsinn der kapitalistischen Erzählung. Jetzt wollten wir, bevor Julia einen längeren, eher feministischen Absatz aus ihrem Buch vorliest, nochmal auf die Arbeiterbewegung zu sprechen kommen und auf die Fridays for Future Bewegung, weil die Fridays for Future Bewegung ja eine große Hoffnung in uns ausgelöst hat und auslöst, dass das eine neue Erzählung werden könnte, nämlich die Erzählung der Ökologie, die Erzählung aber auch dessen, was notwendig ist, die Erzählung, dass wir auch eigentlich uns in Fürsorge den Planeten widmen könnten und dass das eine schöne Aufgabe wäre, wenn wir diese sorgende Haltung gegenüber unseren Lebensgrundlagen hätten, ist für dich Fridays for Future insofern der Beginn einer Erzählung? Also ich glaube, er ist ein Beispiel dafür, dass wir jetzt gerade den Hammer richtig hochhängen können. So. Wenn ich mich vergleiche mit diesen Kindern auf der Straße und den Jugendlichen auf der Straße, ich bin jetzt so Mitte 30, ich bin groß geworden in der Alternativlosigkeit der 90er Jahre in Westdeutschland. Für mich gab es keine Erzählung, es gab nur ein Leben und dass das Kapitalismus hieß, das konnte ich überhaupt nicht sagen, weil ich hatte gar keinen Namen dafür, es war Normalzustand. Was diese jüngere Generation jetzt so zwischen 15 und 30 oder so, die hat schon eine andere Erfahrung gemacht, glaube ich. Nicht alle, aber sie haben die Erfahrung gemacht, globaler Wettbewerb bringt nicht das gute Leben für alle. Es bringt Jugendarbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Klimakrise, Kriege. Die haben die Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt und haben das als Resultat da gesehen. Dann haben die aber auch gesehen, Live-Videos vom arabischen Frühling und auf Facebook alles live mitverfolgt. Das heißt, der globale Süden steht auf gegen die lokale und globale Ausbeutung. Und der globale Norden macht es ihnen nach. Also da sagen ganz viele Menschen, hey, Occupy Wall Street oder wir machen Platzbesetzungen zu Beginn dieses Jahrzehnts auf den ganzen großen, in den ganzen großen Städten. Ich glaube wirklich, die denken wieder in Alternativen. Es ist noch nicht klar so richtig wohin, aber sie können wieder in Alternativen denken. Und das ist, also Greta Thunberg will eine andere Klimapolitik, aber auch ein maßvolles Wirtschaften. Noch jemand aus dieser Generation, das ist jetzt nicht Klima, aber Rezo, der YouTube-Star, ja, der sagt, warum beteiligt sich Deutschland an Drohnenkriegen und Kriegen überhaupt? Und warum dient unsere Wirtschaft eigentlich nicht allen, sondern nur den Reichen?
Und Kevin Kollektivierung Kühnert will Wohnungsimmobilienunternehmen enteignen und Großindustrien wie die Automobilindustrie. Also ich glaube, wir können gerade den Hammer wirklich wieder richtig hochhängen. Den Hammer hochhängen heißt was? Heißt wieder Dinge fordern, die wir vielleicht lange nicht mehr für möglich gehalten haben. Also zum Beispiel hat die Initiative aus Berlin gesagt, wir nehmen jetzt ein Tabuwort wie Enteignung und sagen, wir wollen Wohnungsimmobilienunternehmen mit über 3000 Wohnungen enteignen. Wir sehen nicht ein, warum jemand so viele Wohnungen haben muss. Und dann ist ja erst der Parteipolitiker, Juso-Chef Kevin Kühnert, darauf aufgesprungen, hat ein Interview gegeben, einfach nur ein Interview über Utopien und hat gesagt, ja, warum sollte jemand überhaupt nur mehr als eine Wohnung besitzen? Also ich glaube, der hätte das Thema gar nicht aufgegriffen, wenn das nicht schon in der Luft gewesen wäre. Und es hätte auch nicht so verfangen, wenn nicht diese tatsächliche Bewegung auch da gewesen wäre. Sonst hätte er halt einfach nur ein Interview über Utopien gegeben und es wäre wahrscheinlich gar nicht irgendjemandem aufgefallen. Aber das heißt, wir können, glaube ich, einfach wieder andere Forderungen stellen. Da wäre nämlich für mich auch eher ein bisschen der Zweifel, ob Fridays for Future wirklich eine Erzählung schon bildet, weil die sich eben gerade in dieser Orientierung auf Wissenschaft, was ja berechtigt ist in der Klimafrage, ein bisschen auch jenseits dessen bewegen, was ich jetzt zum Beispiel als ein politisches Prinzip begreifen würde, dass man sich um die gesellschaftlichen Fragen auch im Sinne von Emanzipation, also gesellschaftlicher Emanzipation kümmert und nicht jetzt nur um einen neuen grünen Vertrag, auch so notwendig der ist, wäre für mich jetzt da noch ein sehr wichtiger Schritt notwendig, damit das eine Erzählung wird, die über das sich bezieht auf Wissenschaftsergebnisse oder auf CO2-Messungen hinausgeht, nämlich zum Beispiel Begeisterung, eine ökologische Begeisterung, die so mit dieser Haltung der Sorge, aber auch eine Haltung der Emanzipation verbindet, jenseits von Regionen, aber auch über Wissenschaft hinaus. Ja, ich glaube, dass es vor allem dann eine Bewegung werden könnte, wenn denen gelingt, wirklich andere Ideen und Konzepte, wie du sagst, zu integrieren. Also zu sagen, was hat denn zum Beispiel die Ökologie mit der Geschlechterfrage zu tun? Wir hatten ja gerade diese Beispiele. Ne? Autoverkehr hat was auch in dicken Autos durch die Straßen fahren mit Männlichkeit zu tun. Nicht nur aber in den Ursachen, wer fliegt viel, wer fährt viel Auto, wer isst viel Fleisch oder so, sondern natürlich auch in den Folgen. Wer leidet denn darunter unter ökologischen Krisen? Wenn irgendwo eine Dürre oder eine Flutkatastrophe ist oder eine Überschwemmung, die Krise verlagert sich immer im übertragenen Sinn in die Küche, immer zu den Frauen. Sie sind meistens verantwortlich, vor allem im globalen Süden, dafür wieder Kleidung irgendwo herzubekommen, Medizin irgendwo herzubekommen, Nahrung irgendwo herzubekommen, sauberes Wasser irgendwo herzubekommen. Und gleichzeitig sind Frauen auch in den indigenen Kulturen die, die lange immer standgehalten haben und sich lange auch, ergänzt das bitte, wenn ihr euch da auch noch besser drin auskennt, die sich lange immer gegen Privatisierungen, gegen die ganze Ausbeutung ihrer Bodenschätze, der Natur und so gewehrt haben. Weil oft haben, wenn große transnationale Unternehmen in den globalen Süden kommen, haben dann die Männer die Jobs bekommen am Rande dieser Industrien und die Frauen waren dann immer noch für den Rest der Subsistenzwirtschaft zuständig und haben sich dann eigentlich immer die sich gewehrt haben gegen die Einhegung. Das noch als ein Beispiel. Und dann müsste Fridays for Futures es auch verbinden mit Fragen von globaler Bewegungsfreiheit, glaube ich. Also da könnten sie viele auch für sich gewinnen, da könnten sie an Stärke gewinnen, glaube ich, die ganzen Menschen, die in der Asylhilfe jetzt tätig sind und da die Verbindung herstellen. Wir haben ja jetzt schon auch in Syrien war ja auch die Dürre mit einer Ursache dafür, dass Menschen dann später, also dass dort zu einem Bürgerkrieg gekommen ist und dass Menschen geflohen sind. Wir haben ja jetzt schon ganz viele Klimakrisenflüchtlinge. Also und da könnten Sie natürlich auch sagen, und das wäre radikal, um zu sagen, warum akzeptieren wir eigentlich eine Pässe-Lotterie, nach der ich das Glück habe, in München geboren zu sein, mit einem deutschen Pass ausgestattet, der mir total viele Freiheiten gibt und mein Bekannter Yasin das Pech hatte, in Bagdad geboren zu sein, mit einem irakischen Pass, mit dem er ungefähr nirgendwo hinreisen kann. Unser nächstes Palaver am 23. September handelt uns von der Frage, was bedeutet uns
Fridays for Future, da können wir das auch genau fortsetzen, dieses Gespräch. Lassen das jetzt einfach mal so stehen, weil da gibt es sicher dann in der Diskussion ja wieder nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte jetzt nochmal auf die Arbeiterbewegung zu sprechen kommen, die ja eine große emanzipative Erzählung hatte, nämlich sich mit Selbstbewusstsein einem geschichtlichen Auftrag zu widmen, nämlich die Frage der Gesellschaft zu stellen, der Gesellschaftlichkeit von uns Menschen. Und das ist ja auch ein bisschen was anderes als jetzt ein Kollektiv oder eine Gemeinschaft, die natürlich leicht eine Erzählung hat. Also jede Gemeinschaft hat eine Erzählung. Aber eine gesellschaftliche Erzählung zu finden, ist ganz schön schwierig heute, wo alles so aufgesplittert ist in Partikularinteressen und jeder hat so seine Hobbys, seine Manien, seine Abgründe, seine Interessen, seine Leidenschaften. Und aber ein gemeinsames zu finden, was einerseits jetzt keine Heldengeschichten und keine Göttergeschichten braucht, keine Heldenhaftigkeit und Großartigkeit, sondern wirklich das normale Leben betrifft, aber trotzdem etwas Begeisterndes, Verbindendes hat, in dem sich alle wiederfinden können. Das ist ja schon ein großer Brocken, den wir da, etwas, was wir finden müssen, etwas Großes. Ja, ich trage auch nur zusammen in rund 4 Kapiteln, was es eben für verschiedene Ansätze gibt, die für mich aber eine total zentrale Rolle spielen. Und da geht es zum Beispiel in einem Kapitel um die Frage von Fürsorge, also Care-Arbeit. Da begleite ich den Streik der Pflegerinnen und Pfleger an der Berliner Charité. Ähnliche Streiks hat es aber auch hier gegeben. In Augsburg war ich auch ein paar Tage. Und da geht es um die Frage, was ist eigentlich mit diesen Arbeiterinnen und Arbeitern? Und das war natürlich eines der Fehler und eines der Probleme an der Arbeiterbewegung, dass das so einheitlich gedacht wurde, nur also dass es sich um den männlichen Industriearbeiter handelte. Und bei diesem Streik der Pflegerinnen wird sehr schön klar, wie vielfältig eben Arbeit ist und wen wir alles da inkludieren müssten. Und dass eben gerade prekäre Arbeit ganz oft nicht nur von weißen Männern gemacht wird, sondern von Migranten, die wir früher Gastarbeiter nannten, oder von Frauen, die die ganze Liebes- und Fürsorgearbeit machen und sehr oft sehr schlecht bezahlt und umsonst machen. Und da sehen wir auch wieder, wie wichtig da die erzählerische Ebene ist. Denn ich kann nur jemanden ökonomisch ausbeuten, wenn ich ihn vorher ideologisch ausgrenze. Das heißt, wenn ich sage, ja, die Migranten, die kann ich auch in eine niedrigere Lohngruppe einsortieren, weil die sind ja nur Gastarbeiter, die sind nur vorübergehend da und überhaupt haben die ganz andere Ansprüche ans Leben. So, also wenn ich die anderen schaffe, ein mentales, oder sage, der globale Süden, die Menschen da, die haben auch ein bisschen geringere Erwartungen ans Leben, da ist ein Euro was ganz anderes. Und auch Frauen kann ich nur so ausbeuten und in die ganzen sogenannten Liebesdienste schicken, Fürsorgearbeit, Erzieherinnen, Pflegerinnen, die unbezahlte Hausarbeit zu Hause kochen, putzen, waschen, pflegen, trösten. Wenn ich sage, ja, sie sind halt das liebende Geschlecht, die machen diese Arbeiten auch einfach wahnsinnig gerne und total gerne sicher unbezahlt. Genau. Okay. Und daran liegt ja auch was Widerständiges. Das schreibst du ja auch in dem Buch. Das ist eben auch das, worauf wir verweisen könnten. Tatsächlich ist das eine friedliche Arbeit. Und tatsächlich zieht es tatsächlich vielleicht manche Frauen vor, dann doch irgendwie auch als Mutter viel Zeit zu Hause verbringen zu können. Vielleicht sogar Hausarbeit gut zu finden. Ich persönlich mache zum Beispiel sehr gerne Hausarbeit. Und diese Arbeit auch als eine Nische eben, des sich Kümmerns und Sorgens zu verteidigen gegen die Verwertungslogik. Ja. Ich verstehe auch ganz viele, wenn irgendjemand in der PR-Agentur keinen Bock mehr auf seinen scheiß Chef hat und auf die Witze und die Ausbeutung dort, verstehe ich auch, wenn die dann sagen, okay, ich kriege jetzt ein Kind und ich gehe nach Hause und natürlich ist es schlimm, dass sie sich dadurch in Abhängigkeit begeben. Aber im Prinzip müssen wir diese Tätigkeiten, müssen wir die anders wertschätzen, um an dem Bereich Care-Arbeit zu bleiben. Einerseits unsere wöchentliche Erwerbsarbeitszeit reduzieren, alle Männer wie Frauen, die prekären Einkommensschichten müssen natürlich aber gleich viel Lohn wie vorher bekommen, die hohen nicht unbedingt, damit wir wirklich alle Zeit haben, die das selber machen wollen, das nach der Erwerbsarbeit wirklich zu machen und dann andere
Formen der kollektiven Gestaltung finden. Also du wohnst ja zum Beispiel, wie ich weiß, wenn ich das sagen darf, auch in einer Konstellation, wo ihr die Möglichkeit habt, euch das intergenerationell aufzuteilen, solche Arbeiten, also andere Wohnformen. Da gab es auch vor 100 Jahren schon mal andere Ideen, dass man Großküchen hatte oder sowas, wo die Frauen nicht in dieser Vereinzelung landen. Also Care wollte ich noch sagen, für die, die das jetzt nicht wissen, Care, das englische Wort für Fürsorge, also das ist ja sogar ein Wort, was als Care Revolution Karriere macht, also das ist einfach die Bewertung der Dinge, die man tut, aus einer ganz anderen Haltung heraus, aus einem ganz anderen Blick heraus geschehen, als dem der industriellen Fertigung zum Beispiel oder des Verwertbaren. Jetzt wäre die Zeit, dass du einen längeren Absatz liest, das sind so 18 Minuten, ich werde dann auch hier zuhören und wir öffnen dann zum Gespräch für uns alle und können dann jeden Aspekt nochmal schön vertiefen. Also ich habe verschiedene Kapitel, in dem einen geht es um den Streik der Pflegerinnen, wie ich schon erwähnt habe, und die Frage von Care-Arbeit, wie wir die anders gestalten können. In einem Kapitel geht es um Indigene im globalen Süden und ihre Idee eines Buen Vivir, eines guten Lebens, Spanisch für ein gutes Leben, eines Lebens in Verbundenheit mit der Natur, aber auch mit einer anderen Form von Gemeinschaft untereinander und nicht so einem androzentrischen Weltbild, also nicht so einem, wo der Mensch im Zentrum steht, sondern wir vernetzt sind und es klar ist, dass wir abhängig sind von der Natur. In einem Kapitel geht es um die Münchner Asylhelferinnen und Helfer und um die Frage von solidarischen Städten und globaler Bewegungsfreiheit und sicheren Häfen, also Hafenstädten, die zum Beispiel nicht bereit erklären, Refugees hier leben zu lassen. Und im letzten Kapitel, ein Kapitel geht noch um Wohnen, und im letzten Kapitel geht es um etwas ganz anderes und daraus lese ich jetzt vor. Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Wie gesagt, so 18 Minuten. "21. Juli 2018, Marienplatz, München. Willst du?", fragt jemand und hält Holger eine Tube Glitzer vor die Nase. "Nein, danke, das kommt nachher automatisch", sagt er und lächelt unter seinem grauen Bart. Die Person neben ihm schüttet sich Glitzer ins Dekolleté und verteilt weiteren Glitzer in den Dekolletés und auf den Armen und Wangenknochen anderer. Holger hält einen Zettel in der Hand. In einer halben Stunde wird er davon seine Rede ablesen. Unter anderem darüber, warum er sich als Diva versteht, als feministische Schlampe und als non-binär. Neben ihm auf einem LKW setzt eine DJ in einer goldenen Paillettenjacke einen Elektrobeat in Gang. Viele ziehen tanzend los. "Halt die Plakate!", Holger gestikuliert wild. Die, die ihn sehen, nehmen sich noch welche. "Consent is sexy", steht da drauf. Oder "My pussy, my choice". Oder "Ich habe nichts anzuziehen, was mich vor sexueller Gewalt schützt". 500 Leute tanzen jetzt dem LKW hinterher und einem Doppeldeckerbus. "Wo ist denn der geile Bus her?", brüllt jemand. "Keine Ahnung, hat uns eine Sektfirma gesponsert." Auf dem Bus steht "Love Sex, Hate Sexism". Holger läuft auf Plateauschuhen und im engen schwarzen Rock an die Spitze der Tanzdemo. "Für so einen Anlass stehe ich immer 2 Stunden vor dem Kleiderschrank", sagt er. Er hat den Slut Walk mitorganisiert. Kennt jemand hier den Slut Walk? Seit 2011 gibt es die Protestform an vielen Orten, vor allem in Europa und Nordamerika. Ein kanadischer Polizist hatte damals im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen an der Uni Toronto erklärt: "Frauen sollten sich nicht wie Schlampen anziehen, dann werden sie nicht zu Opfern." Seitdem gehen beim Slut Walk, beim Schlampenmarsch, Menschen in allen möglichen Kleidern und ohne auf die Straße und demonstrieren für sexuelle Selbstbestimmung und gegen falsche Vorstellungen von sexualisierter Gewalt. Denn sie wissen, sexualisierte Gewalt trifft Menschen in vielen Kleidern und Situationen.
zu 70% in der eigenen Wohnung und zur Hälfte durch den Partner oder Ex-Partner. Im öffentlichen Raum geschehen nur 18% der Taten, was immer noch viel ist, aber nicht der Großteil. Stereotype Vorstellungen aber, wie die, dass vor allem junge Frauen in kurzen Röcken in dunklen Straßen durch sozial verwahrloste Täter sexuelle Gewalt erfahren, tragen mit dazu bei, dass viele Opfer ihre Erlebnisse nicht in den Schilderungen von Vergewaltigungen wiederfinden und dass bekannte Beamtinnen und Richter ihnen weniger glauben. Auch Passantinnen und Passanten tanzen jetzt, während der wummernde Zug an ihnen vorbeifährt. Heute guckt, anders als bei Demos sonst, niemand desinteressiert weg. Viele gucken wegen der unbedeckten Hintern und Brüste, von denen manche mit Glitzer oder Klebeband verziert sind. Kommt mit, ruft jemand zwei jungen Frauen mit Coffee-to-go-Bechern zu. Sie gucken sich an. Die Musik wummert. Sie reihen sich ein. Wissen Sie, um was es hier geht? Weiß nicht, vielleicht, dass ich tragen kann, was ich will und mich trotzdem keiner begrapschen darf? Das finden Sie gut, außerdem die Musik. Eine halbe Stunde später hält der Zug in einem Innenviertel, im Glockenbachviertel. Ihr seid ja Münchner, ihr wisst das. Holger holt seinen Zettel raus. Die DJ macht die Musik aus. Holger spricht ins Mikro. Wer hat euch gesagt, dass ihr Mann oder Frau seid? Wie seid ihr drauf gekommen? Ich habe lange nach meiner Wahrheit gesucht, sagt er. Mich im binären System mit seinen Rollenklischees zurechtzufinden, war für mich fast unmöglich. Es ist ruhig, niemand klatscht jetzt. Es hätte mich fast kaputt gemacht. Einige gucken ernst. Nehmt euch auch Zeit, sagt Holger, definiert euch selbst. Viele jubeln. Habt ihr Spaß beim Sex, fährt Holger fort, aber nicht doch, über Sex wird nicht geredet und wir hören, dass man sich da unten nicht anfassen soll. Warum sollte sich eine Person, egal welchen Geschlechts, nicht an den Geschlechtsteilen anfassen und einen schönen Tag haben? Dabei herausfinden, was ihr gefällt und es den Partnerinnen und Partnern mitteilen. Wer sagt, dass Sex nur mit dem anderen Geschlecht stattfinden darf? Ich möchte, dass wir alle die Vielfalt so annehmen, sagt Holger, wie sie tatsächlich existiert. Ich möchte, dass wir in einer freien Welt leben. Die DJ auf dem Laster dreht jetzt die Musik wieder auf. Ein paar Kilometer weiter wechselt sie vom Party-Sound zu einem sphärisch-elegischen Klang. Holger läuft jetzt allein vor dem Laster. Dieser Moment könnte ewig dauern, sagt er und atmet tief ein. Denn in seiner Arbeit trägt er Hosen und schminkt sich nicht. Im Augenwinkel sieht er eine alte Frau auf dem Balkon. Er winkt ihr zu, sie winkt ihm zurück. Ich bin auf dem Slutwalk, weil sich hier politisches Begehren nach selbstbestimmter Sexualität und freier Gender-Performance in einem Reigen aus Glitzer, wummernden Beats und Tanzen ausdrückt. In Bärten und Nylonstrümpfen, Jeans und Hotpants, Pumps und Sneakern, Corsagen und Pailletten jenseits von Zuschreibungen. Nicht nur hier auf dem Slutwalk, auch an anderen Orten für Interviews, in Workshops und unter Freundinnen habe ich Menschen kennengelernt, die unsere geschlechtliche Ordnung stören. Der Münchner Christian Seidel zum Beispiel war vor einigen Jahren zufällig in einem Kaufhaus in der Damenabteilung gelandet. Ich staunte, sagt er, was den Frauen alles geboten wurde. Eine unermessliche Vielfalt an Wäscheteilen. Zarteste Füßlinge, alle Farben, von pink bis blau, von weiß bis schwarz. Und nirgendwo sah ich dieses Müllgrau oder Dreckbraun, wie bei den Männern. Fühlen sich hier welche ertappt? Wie ungerecht, sagt Seidel. Er war so von der Vielfalt der Mode und Stoffe angetan, Chiffon, Seide, Kaschmir, dass er sich sofort Nylonstrümpfe kaufte und anzog. Den zarten Stoff können die meisten Männer nur an den Beinen anderer Frauen ertasten. Seidel entschied, von nun an auch Kleider, Röcke, Blusen und Schuhe mit Absätzen zu tragen. In den 60er Jahren etablierten arme und schwarze Drag Queens und Kings
und Transpersonen in den USA den Begriff Queer, was seltsam, verrückt, nicht der Norm entsprechend heißt. Später übernahmen die Lesben- und Schwulenbewegungen den Begriff, schließlich Akademikerinnen. Heute meint Queer die generelle Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Identitäten, auch intersexuelle, transsexuelle, bisexuelle und das Überwinden einer heterosexuellen Matrix, also der Vorstellung, es gäbe genau zwei eindeutig bestimmbare Geschlechter, Mann und Frau, die sich wechselseitig aufeinander beziehen. Auf der Suche nach einer neuen Erzählung halte ich das Konzept Queerness für relevant. Denn selbstbestimmt zu leben und zu lieben oder andere dies tun zu lassen, schafft neue Begehrensstrukturen. Es erzeugt genau jenes produktive Durcheinander, das unsere symbolische Ordnung stört. Eine nur vermeintliche Ordnung, denn für die meisten ist die Gegenwart bedrängend, gewaltvoll und zerstörerisch. Ich möchte zeigen, dass es nicht nur für eben jene unmittelbar betroffenen LGBT+, also Lesbians, Gay, Trans, bisexuellen Menschen lebenserhaltend ist, die Idee von Queerness zu stärken, sondern darüber hinaus für alle anderen. Dass diese Idee nämlich Gewalt und Unterdrückung gegen prinzipiell alle Frauen und Männer und andere reduzieren kann und darüber hinaus Sprengsatz ist für weitere vermeintlich ausschließliche Begriffspaare und Ausbeutungsverhältnisse. Das zeigt sich auch im Entstehen der Geschlechtertrennung. Die geschlechtliche Dichotomie gibt es schon lange, der Kapitalismus hat sie sich aber in besonderer Weise zu eigen gemacht. Auch der Aufstieg und die Konsolidierung des Bürgertums prägten diese Geschlechtertrennung in öffentliche Sphäre und private Sphäre, wie die Trennung in Erwerbsarbeit und Hausarbeit zeigt. Vorher waren alle auf einem Hof, da gab es nicht diese Trennung, man ist in die Fabrik gegangen, so. Es war, Haus und Hof waren eins einfach. Die geschlechtliche Dichotomie zeigt sich aber auch in der damals entstehenden Kleiderordnung. Bis zur Französischen Revolution tragen beide Geschlechter, sofern sie körperlicher Arbeit nachgehen, eher dunkle, robuste, tendenziell unbequeme Stoffe, sofern sie dem Adel angehören, eher ausschweifende, farbenfrohe, aufwendige Kleider, die bei Männern wie Frauen Haut zeigen, an Dekolletés und Waden und Geschlechtsmerkmale betonen. Den Busen mit Rüschen und Korsetts, den Penis in der Renaissance mit einem auffällig geschmückten Hosenlatz. Ich empfehle das zu googeln, das ist so, heißt Schamkapsel, ist ganz groß mit ganz viel Klunkern drin. So, Reste davon sind noch in der bayerischen Lederhose enthalten, in diesem Hosenlatz. Das Oktoberfest hat also auch auf jeden Fall etwas Progressives. Das Einzige. Die Französische Revolution ändert diese Kleiderordnung. Sie soll alle Menschen zu Brüdern machen und meint, wie das Wort sagt, nur die Männer. Modisch ist von da an alles adelig Ausschweifende verpönt. Der Mann verschwindet im bürgerlichen Anzug. Nur noch Kopf und Hände sind sichtbar, Intellekt und Handlungsmacht. Bis heute wird der Anzug kaum variiert. Auch T-Shirt, Pulli und Jackett für den Herrn sind tendenziell kastenartig, mit gedeckten Farben, mit wenig Mustern. Der Mann steht für Seriosität, Korrektheit, Leistung. Mode wird mit der Französischen Revolution Frauensache. Sie sollen weiter nach Muße aussehen, nach Hingabe, nach Körper. Sie tragen üppiges, buntes, gemustertes, durchsichtiges, fließendes, verspieltes. Es gilt, Männer haben einen Körper, Frauen sind ein Körper. Der westliche Mann im Anzug grenzt sich so übrigens auch vom nicht-westlichen ab, den er ähnlich wie Frauen in bunten, wallenden Kleidern imaginiert und effeminiert, also verweiblicht. Tatsächlich gibt es in Moscheen kein Rockverbot für Männer, dafür haben die meisten Kulturen aber andere geschlechtliche Kleiderordnungen. Die westlichen Men in Suits werden wie Soldaten in Uniform visuell unsterblich. Stirbt einer, kommt ein neuer nach. Wir stellen uns so Politikerreigen in so schwarzen Anzügen vor. Stirbt einer, kommt ein neuer nach.
Sie werden damit transzendent. Die Frauen in aufwendigen, vielfältigen, möglicherweise aus der Mode geratenen Kleidern hingegen sind immanent, sind Körper, Fleisch, verletzlich. Am besten aufgehoben sind sie als Trophy Wife am Arm eines Mannes im Anzug. Oder gut aufgehoben sind sie auch im damals neu geschaffenen Zuhause. Da sich manche Frauen aber auch im 18. Jahrhundert schon ab und zu in öffentlichen Räumen aufhalten wollen, sollen sie dort für das Private einen eigenen Raum bekommen. Die Damentoilette. Auch die Idee der getrennten Toiletten kommt erst im 18. und 19. Jahrhundert auf. Die erste bekannte geschlechtergetrennte Toilette wird 1739 für einen Ball in Paris eingerichtet. In den USA wird die geschlechtergetrennte öffentliche Toilette Ende des 19. Jahrhunderts gesetzlich durchgesetzt. Sie soll Frauen schützen. Das wäre auch dadurch möglich, dass Frauen Macht bekämen, wählen und Gesetze machen dürften. Doch zu diesem Zeitpunkt gilt die Klowand als geeignetes Mittel. Die geschlechtergetrennte Toilette soll auch erschweren, dass sich nicht miteinander verheiratete Menschen verschiedenen Geschlechts in nicht einsehbaren Räumen wie Klokabinen treffen und dort Spaß haben oder Nachwuchs zeugen. Bis heute halten WC-Schilder die Trennung der Geschlechter als etwas Natürliches aufrecht. Zwingen uns dazu, kurz vor dem Klo den Weg zur einen oder anderen Tür einzuschlagen. So schreibt sich bei jedem Klogang eine Trennlinie tief in unseren Körper und Gehirn ein. Hier gedanklich wie physisch neue Bahnen einzuschlagen, müssen wir lernen, wie Bewegungsabläufe eines neuen Tanzes, einer Fußballtechnik, eines Musikinstruments, wie eine Sprache. Einige Aktivistinnen und Aktivisten reclaimen das WC-Schildchen mittlerweile, indem sie WC-Schild-Frauen mit Taille als Weiblichkeitssymbol zeichnen, aber mit einem Superheldenmantel und darunter schreiben »It was never a dress«. Irritierende Adaptionen oder gar keine WC-Schilder würden vielen Menschen das Leben erleichtern, weil sie intersexuell sind oder trans oder sich als queer verstehen. Klos für alle, Kleiderabteilungen für alle und Schuluniformen für alle wären für sie keine Banalität. Denn sie erleben die Zwangszuweisung täglich in Situationen, die sich nicht umgehen lassen, wie sich anziehen oder zur Toilette gehen. Neben dieser täglichen Disziplinierung von LGBT-Plus-Menschen hat das zweigeteilte, also dichotome Geschlechterbild aus privatem einerseits und öffentlichem andererseits aber noch andere Folgen. Es verbannt Frauen aus der Sphäre der Öffentlichkeit und des Politischen, versagt ihnen damit Macht und befördert ihre Ausbeutung, Abhängigkeit und Armut. Schließlich, und diesen Punkt möchte ich noch stark machen, fördert die Geschlechtertrennung auch unmittelbar physische Gewalt. Denn in einer Ordnung, in der den Frauen Fürsorge und soziale Beziehungen obliegen, in der ausschließlich sie trösten, umarmen, füttern, pflegen, Hände halten, Köpfe streicheln, in dieser Ordnung erleben Männer kaum Berührungen. Der erwachsene heterosexuelle Mann westlicher Prägung darf niemanden anfassen außer seiner Partnerin und seinen Kindern, die aber nur bis sie 12 sind, danach gilt er als pädophil. Und seinen Eltern aber die nur im Sterbebett. Er darf nicht mit dem besten Freund Händchen halten, wie beste Freundinnen, oder auf der Parkbank den Kopf auf den Schoß eines Freundes legen. Er darf im engen Bus nicht mit seinem Oberarm den Oberarm der besten Freundin berühren und andere Männer nicht länger als mit einer angedeuteten Umarmung begrüßen, die mit einem kurz darauf folgenden kräftigen Schulterschlag beendet wird. Eine Ausnahme ist der Sport. Auf dem Fußballrasen dürfen auch Heteromänner übereinander herfallen. Allerdings nicht schwul sein. Davon abgesehen ist für den Heteroman westlicher Prägung zugespitzt formuliert, der einzige Mensch, den er anfassen darf, eine Beziehungspartnerin. Gegebenenfalls eine kurzfristige in Form einer Sexarbeiterin. Indem unsere Geschlechterordnung diesen Männern viele Berührungsarten verwehrt, werden die verbleibenden Berührungsarten enorm aufgeladen.
Während erwachsene Frauen körperliche Nähe eben auch in freundschaftlichen und fürsorgenden Beziehungen erleben können, beschränkt sie sich bei diesen stereotypen Männern auf romantische und sexuelle Beziehungen. Nicht alle Männer aber haben romantische und sexuelle Beziehungen. Sie bleiben somit häufig über Monate, Jahre oder Jahrzehnte berührungslos. Für viele ist das kein Problem, für manche aber schon. Einige ermöglichen sich Berührungen dann gewaltvoll. Das allein erklärt sexualisierte Übergriffe nicht, es entschuldigt sie schon gar nicht und auch andere Männer tun diese Dinge. Es zeigt aber, warum körperliche Nähe für viele Männer sexuell aufgeladen ist. Und es zeigt, warum ein Aufbrechen dieser Geschlechterrollen und dieser zwei Sphären, ein Aufbrechen des Verbots platonischer Berührungen und vor allem das Etablieren der Rolle fürsorgender Männer so wichtig sind. Andere umarmen, streicheln, trösten und pflegen zu dürfen, würde auch sie selbst trösten und pflegen können. Der männliche Körper, der bezahlt oder unbezahlt fürsorglich ist, der umsorgt, der hegt und pflegt, ist darüber hinaus das herausforderndste Symbol und die entschiedenste Alternative gegenüber der extrem rechten Erzählung, in der der männliche Körper in erster Linie jagt, kämpft, führt, erobert. Jetzt kommen noch zwei Absätze, dann bin ich fertig. Geschlechtliche Dichotomie, also Zweiteilung, ist also für die meisten Gewaltformen mitursächlich. Für alltägliche Gewalt in Form von geschlechtlicher und sexueller Zurichtung, aber auch für strukturelle Gewalt wie Ausbeutung, Armut und Abhängigkeit aller Nicht-Männer, unter denen auch sich als Männer begreifende Menschen sein können. Insofern ist auch die Idee der Queerness einerseits radikal bunt, denn sie steht für selbstbestimmtes, geschlechtliches und sexuelles Leben, andererseits aber auch tiefrot, denn sie torpediert die kapitalistische Arbeitsteilung. Wer macht denn die Fürsorgearbeit des liebenden Geschlechts, wenn zwei Männer sich lieben und in einer Beziehung zusammenleben? Was der liberalen Erzählung von Queerness neben der entschiedenen Umsetzung fehlt, was eine neue linke Erzählung und alle, die ein besseres Leben für die vielen begehren, vor allem deutlich machen müssen, Queerness stört nicht nur die geschlechtliche Ordnung und verschafft jedem Tierchen sein Pläsierchen, was auch schon schön wäre. Nein, es macht mehr. Wenn wir das Weltbild aus zwei ausschließlich aufeinander bezogenen Geschlechtern von Frau und Mann, von Kontrollierten und Kontrollierenden, von liebevollen Fürsorgearbeiten einerseits und harten Jobs andererseits, von kleinem Haushalt und großer Ökonomie, von sozialem und politischem, von Unterdrückten und Unterdrückern stören, dann wird das System von Kontrolle in sich brüchig. Auch andere Arten der Kolonisierung, wie die der Natur oder des globalen Südens, sind dann gestört. Die Idee, Menschen könnten von einem souveränen Standpunkt aus natürliche und globale Entwicklungen planen oder im Griff haben, löst sich auf. Wenn Bundeswehrsoldaten, wie im Juli 2018, offiziell mit Drag Queens posieren, was für den damaligen AfD-Landtagsabgeordneten André Poggenburg, Zitat, jeden Gegner förmlich in Versuchung führt, unser Land zu überfallen. Wenn also diese Soldaten mit Drag Queens posieren, schafft das eine kreative Unordnung. Sind die Drag Queens auf dem Bild Männer? Oder sind die Menschen in Uniform neben ihnen in Drag? Ist der Mann doch wie die Frau nur ein Körper? Und können Körper in zarten Seidenstoffen auf Pumps und mit Federboas in den Krieg ziehen und andere Körper zerstören? Wenn manche Lehrer wie manche Lehrerinnen in der Schule ein Kopftuch tragen würden, stellt sich die Frage, wer bestimmt eigentlich, wer frei ist und wer unfrei? Wenn wir die Geburtenziffer für eine Person in Zukunft mit 1,6 pro Mann statt pro Frau beschreiben, stellt sich die Frage, wem ordnen wir das Familiäre zu? Nennen wir Mütter in Zukunft auch Familienmutter
so wie wir einen Vater, manchmal einen Familienvater nennen, auch wenn er gar nicht Vater einer ganzen Familie ist. Und wenn eine Vagina einen Penis oder etwas anderes zirklodiert, also aktiv umschließt, ein Wort, das die Berliner Künstlerin Rini Adamczak als Alternative zu penetrieren aufgebracht hat. Wenn also nicht mehr nur der Penis die Vagina penetriert, dann stellt sich die schöne Frage, wer fickt hier eigentlich wen? Ja, jetzt haben wir viel Diskussionsstoff. Mich hat dieses Kapitel über die Berührung sehr berührt. Also, dass man jetzt dieses Fürsorgliche auch nicht so nur so versteht, naja, wir müssen auch soziale Pflichten teilen oder so, sondern dass das ganz tief auch damit zusammenhängt, dass es da diese vielen Gelegenheiten des Berührens und des Berührtwerdens gibt und dass so eine männliche Schreibweise des Lebens eigentlich Berührung so wahnsinnig reduziert. Also ich würde jetzt auch gerade dieses von den Männern vielleicht gleich im Anschluss, und dann gehen wir so nach und nach alle Aspekte durch, interessieren. Also das hat ja wirklich diesen fast Kapitalismus sprengenden Kern, dass man auch als Mann sagt, ich möchte fürsorglich sein können, ich möchte mich berühren lassen können, also auch von der Haut her, aber auch seelisch und überhaupt von den Schicksalen der Menschen, von Menschen überhaupt. Heute kannst du dich in einem kapitalistischen Verwertungsprozess nicht berühren lassen von den menschlichen Schicksalen, zum Beispiel die in einer Lieferkette und so weiter drin stecken. Würde mich jetzt interessieren, wie ihr gerade dieses Kapitel und diesen Aspekt fandet. Und dann wird es natürlich auch wieder allgemeiner, gehen wir zu den anderen Aspekten noch. Bitte schön, ihr habt das Wort. Bernhard. Ja, ich fand es schon interessant, dass du es von dieser Seite her gesehen hast. Ich glaube, ich bin laut genug. Hört ihr ihn alle oder soll er ins Mikro sprechen? Ja, gut. Okay. Also ich habe es noch nicht von dieser Seite gehört. Mir fällt aber schon seit Jahren auf, dass die ganze feministische Diskussion ja auch wieder einseitig ist. Das ist für mich ganz interessant, ist, dass also solche sexuellen Bedürfnisse, lesbische, schwule, queere, was auch immer, darüber wird offen diskutiert und das Einzige, was nicht offen diskutiert wird, was auch gar nicht zulässig ist in der Diskussion, sind die Bedürfnisse des mitteleuropäischen weißen Mannes. Jedenfalls kommt es mir so vor, dass die Sexualität des mitteleuropäischen weißen Mannes immer nur mit Worten diskutiert wird, wie toxische Männlichkeit, potenzieller Vergewaltiger, und eigentlich sind seine Bedürfnisse alle bloß böse. Also insofern finde ich schon interessant, dass Sie das jetzt mal aus der anderen Seite beleuchten, und mich würde schon interessieren, wie Sie das dann mit dem Feminismus in Einklang bringen. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, ich finde es eine, ja, auch eine interessante Erzählung, dass dieser Kampf der Geschlechter inzwischen so weit geht, dass sich amerikanische Mitarbeiter in den Finanzdistrikten nicht mehr trauen, gemeinsam mit Frauen Aufzug zu fahren, weil sie sagen, das ist gefährlich und ich kann diese Leute verstehen. Denn ich selber bin auch im beruflichen Kontext, auch sind auch Frauen, alles klar, aber man hat als Mann inzwischen den Eindruck, man muss sowas von dermaßen vorsichtig sein und man muss wirklich abwarten, bis die Frauen alle aus dem Büro draußen sind und dann kann man frei reden und vorher nicht, weil man fürchterlich aufpassen muss und sofort vor dem Betriebsrat steht und vielleicht auch für eine Handlung von einer Sekunde womöglich mit Entlassung bedroht wird. Also das finde ich eine ganz reale Angst, die da im Moment dahinter steckt, und da habe ich den Eindruck, dass das Pendel momentan wieder ganz weit in eine Richtung ausschlägt, halt jetzt in die andere wie vorher. Ja, magst du vielleicht gleich darauf antworten, weil das ist ja schon ein wichtiges Thema. Ja, also ich bin der feministischen Szene, die diese Sachen beschreibt, die sie meinten, wie zum Beispiel eine toxische Männlichkeit, eine Art Gift hinterlassender Männlichkeit. Das ist eben diese sehr stereotype Männlichkeit, die ich jetzt auch zum Beispiel angerissen habe mit der auch im extrem rechten Weltbild vorkommenden Männlichkeit. Erobern, führen, kämpfen. Das ist nur die Zuspitzung davon. Ich bin dieser feministischen Szene total dankbar, dass sie
das beschreibt, dass sie das benennt und dass sie da aufzeigt, was eigentlich so traurig ist und uns so unglücklich macht und auch ganz viele Männer, glaube ich, unglücklich macht, dass sie Alpha-Wesen sein müssen, dass sie kämpfen müssen, dass sie sich durchsetzen müssen. Das sind ja gar nicht die Grundbedürfnisse von uns Menschen. Und es lässt auch immer außen vor, dass ganz viele Männer daran nicht teilhaben, weil sie sich nicht wie Alpha-Wesen verhalten, sondern weil sie aus unterschiedlichen Gründen auch gar nicht dazu gerechnet werden können, weil sie zum Beispiel nicht Weiße sind, sondern Migranten oder Schwarze, weil sie nicht der reichen Klasse entstammen, sondern arm sind, weil sie es nicht, wie die Erzählung schafft, zu Erfolg schaffen oder weil sie nicht eine Trophy-Wife an ihrer Seite haben, sondern vielleicht auf Männer stehen. Also das heißt, das Patriarchat, unter dem leiden ja auch ganz viele Männer und sehr, sehr viele Männer. In der Allgemeinheit profitieren Männer gegenüber Frauen im Patriarchat, aber sehr viele Männer sind trotzdem vom Patriarchat auch unterdrückt auf eine Art und Weise. Deswegen finde ich das sehr wichtig, das zu beschreiben, und gleichzeitig finde ich es auch schön, andere progressive Männerbilder dagegen zu setzen, und ich mache es gern, dass ich das eigene, die eigenen Werte beschreibe. Das mache ich jetzt hier an der Figur von Holger. Den gibt es tatsächlich. Der kommt auch manchmal zu Veranstaltungen, wenn ich den in München habe. Einige von euch kennen ihn vielleicht auch. An dem gefällt mir eben, dass er ganz viel damit bricht. Und ich finde es total wichtig, beides zu machen. Den negativen Ist-Zustand zu beschreiben, aber auch den Soll-Zustand und das, was wir eigentlich wollen und begehren, zu beschreiben. Ich begehre, dass es auch so eine Männlichkeit gibt. Also das mit der Berührung könnte sozusagen eine Gegenkampagne sein. Wir wollen wieder mehr Berührung. Wir wollen uns Berührung nicht nehmen lassen. Wir wollen unsere Kinder berühren. Wir wollen unsere Mitmenschen berühren. Wir wollen unseren Kopf auf die Schulter eines Mitmenschen legen können. Aber es ist trotzdem heikel, weil eben diese Sexualisierung dann eben auch zu dieser hysterisierten Form führt von Übergriffsangst. Und dann diese Grenze zur Intimität sehr heikel ist, wenn man dann Geschlechtsteile berührt oder sich jemand nur einfach auf den Schoß legt oder so. Also es ist schon ein wirklich vergiftetes Gebiet, finde ich, ein vermintes Gebiet. Ich sehe das gar nicht als so vermint an. Ich sehe das eigentlich, wenn wir da alle mit einem vernünftigen Blick daran gehen. Ich sehe das gar nicht als so vermint an. Ich glaube, wenn wir alle mit einem nüchternen Blick da rangehen und sagen, was ist das Begehren gerade von der Kollegin im Büro? Also hat die jetzt gerade Lust auf irgendeinen Spruch oder hat die Lust, die Praktikantin, dass ich als Vorgesetzter sie tätschle oder sowas? Also wenn ich da drüber nachdenke, dann kann ich wahrscheinlich davon ausgehen, wenn sie mir das nicht signalisiert, dass sie das nicht möchte. So. Und dass darin auch natürlich ich sonst eine Machtgeste zum Ausdruck bringe. Also ich glaube, wir können da wirklich sehr nüchtern und mit Menschenverstand rangehen und einfach immer die Antizipationshaltung haben. Menschen artikulieren ihre Bedürfnisse und auch Frauen artikulieren ihre Bedürfnisse und sie wollen begehren und sie wollen auch aktiv begehren und das tun sie auch. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch einfach darauf warten, dass mir eine Frau signalisiert, sie begehrt es jetzt mit mir. Ich will das aber doch nochmal auch allgemeiner von der Sexualität wegführen auf das Berührungsthema und erinnern an den Harten und Rosa. Ja, Entschuldigung, ja. Mit der Resonanz, nur ganz kurz noch die Bemerkung, dass ja mit der Resonanz, mit dem Resonanzbegriff, der jetzt ja auch zum Beispiel von Soziologen Harten und Rosa ins Spiel gebracht wird, das etwas allgemeiner bezeichnet wird als ein Weltverhältnis, wo wir uns berühren lassen können, wo uns Dinge ergreifen können, wo wir ein ganz anderes Frage-Antwort, die Welt oder das Leben fragt mich und ich möchte antworten. Und das ist eben was ganz anderes als ein kapitalistisches Verwertungserleben. Also deswegen fände ich gerade dieser erweiterte Begriff der Berührung und sich berühren lassen zu können und auf Berührung antworten zu können, ein wirklich interessantes Thema für uns in der Stärkung der Widerstandskraft. Entschuldigung, ich wollte dich nicht hinaus. Du hast jetzt das Wort. Sexualität, da habe ich zwei Punkte. Einmal, vor ein paar Tagen habe ich in der Fußgängerzone wieder mal junge Leute erlebt, die Hugs for Free, also kostenlose Umarmung, angeboten haben. Seit Jahren habe ich solche Leute nicht mehr gesehen. Ich finde es ja ganz nette Sachen. Ich selber habe es mir dann nicht genehmigt oder wie man es nennen mag. Oder ich habe auch kein Bedürfnis danach gehabt. Ich bin viel beim Tanzen, da habe ich dann Umarmungen auch wieder mal
So, das ist der eine Punkt. Dann aber möchte ich was aufgreifen, was Bernhard gesagt hat, nämlich, dass die männliche Sexualität in Diskussionen eher unterdrückt wird, nicht diskutiert werden darf, sagst du sogar, Bernhard. Mir ist seit vielen Jahren aufgefallen, seit die Männer als Vergewaltiger sehr allgemein unter Verdacht gestellt werden. Jeder Mann, ein potenzieller Vergewaltiger, hat es früher mal geheißen. Ich habe in der Tagesstätte auch gearbeitet, mit Kindern also, wo das Problem auch besonders aktuell und interessant war für manche Erzieher, die wissen das vielleicht alle. So. Und da ist mir aufgefallen, dass Vergewaltigung immer nur als Machtdemonstration bezeichnet wird. So, als würde die männliche Sexualität da nie eine Rolle spielen. Eine männliche Befriedigung durch sexuelle Übergriffe überhaupt nicht stattfinden. Das gäbe es nicht und das habe ich noch nie nachvollziehen können. Als Mensch, als Mann, auch als Psychotherapeut. Nie nachvollziehen können. Wieso ist das so? Und was willst du was jetzt damit sagen? Also was folgerst du daraus aus dieser Beobachtung? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Es ist mir nur halt aufgefallen, dass seitdem die, so männliche Übergriffe, sexuelle, erotische Übergriffe thematisiert werden, jetzt die letzten Jahre verstärkt, ja, dass da immer nur der Machtaspekt in den Vordergrund gestellt wird. Ja, das verstehe ich, was du meinst. Das ist auch ein großer Streit ja tatsächlich, also eine Debatte, was spielt da eine Rolle. Ich habe die Position, dass es auf den Fall drauf ankommt. Manchmal geht es um eine Machtgeste, zum Beispiel gegenüber einer beruflich gleichrangigen Kollegin, die ich dann tätsche, damit kann ich ihr signalisieren, du hast hier weniger zu sagen als ich. Ich ordne dich hier als Frau, als Kind, als zu betätschendes Kind ein. Es gibt aber auch Situationen, in denen sicher die Sexualität des Mannes eine Rolle spielt, Gewaltsituationen, und ich glaube auch, dass das tatsächlich, wenn wir uns nur auf die Machtfrage diskutieren, untergeht. Wir müssen diskutieren, was für Bilder, was für Wissen herrscht in unserer Gesellschaft über Sexualität und die da wieder auch eine toxische Sexualität beschreiben, denn Sexualität hat nichts damit zu tun, Menschen zu etwas zu zwingen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass der andere Mensch auch begehrt und dass wir uns im Konsens aufeinander zubewegen. So. Und das hat aber natürlich eine ganz lange Tradition des sogenannten Verführungsdiskurses. Also, dass wir immer davon ausgegangen sind, dass Frauen tendenziell erstmal Nein sagen müssen, aus Anstand, aus bestimmten Gründen. Dass also dieses Nein keine Bedeutung hat und dass wir das als tendenziell Koketterie oder als Ja oder so deuten. Das hat eine ganz lange Tradition, die ich da drin zum Teil auch beschreibe, aber andere beschreiben das sehr ausführlich in ganzen Büchern dazu, zum Beispiel die Autorin Mitu Sanyal in dem Buch Vergewaltigung, das ist zufällig im gleichen Verlag erschienen, aber deswegen erwähne ich es jetzt nicht hier. Aber ich gebe dir da recht. Ich wollte noch eine Sache zu dir sagen. Ich glaube, es geht nicht darum, entweder das Negative zu beschreiben wie toxische Männlichkeit oder Ideale zu beschreiben wie den fürsorglichen Mann jetzt in dem Fall oder so. Wir müssen beides machen. Ich finde es aber so wichtig, dass wir als Linke, und jetzt werde ich ein bisschen allgemeiner wieder und gehe zu der linken Erzählung, dass wir uns unsere eigenen Ideen beschreiben und nicht immer nur in Ablehnung von etwas anderem. Also nicht immer nur gegen den Kapitalismus und gegen Wachstum sein, sondern dass wir beschreiben, auch durch unsere Wortwahl, was wollen wir denn eigenes? Und ich will das kurz an einem Beispiel klammern. Wenn ich jetzt, also unser Gehirn kann ganz schlecht das Wort nicht denken. Wir betonen eigentlich immer das, was hinter dem Nicht dann kommt. Wenn ich jetzt zu euch sage, denkt jetzt nicht an die grauen Haare von Barack Obama. Wer hat nicht an die grauen Haare von Barack Obama gedacht? Bitte die Hand heben. Ja, also 100% in diesem Raum jetzt hier haben an die grauen Haare von Barack Obama gedacht. Was heißt das für uns politisch? Wenn ich immer nur gegen Wachstum bin, dann betone ich immer das, was hinter diesem Gegen steht. Also gegen, anti, nicht, das ist alles so ähnlich, vom Hirn schwer zu verarbeiten. Das heißt, wir sind gegen Wachstum oder für Degrowth oder für Postwachstum. Wir betonen aber die ganze Zeit Wachstum, 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 Wachstum. Plötzlich ist so viel Wachstum in unserem Kopf, dass wir denken, ja, das geht es natürlich gar nicht, das geht gar nicht anders. So, der Hamster muss immer größer werden, auch wenn der Hamster irgendwann eigentlich platzt. Das Gleiche
Also da müssen wir halt andere Begriffe finden, wie zum Beispiel ein Fülle. Maßvolles Wirtschaften. Fülle. Fülle. Ein Wirtschaften der Genügsamkeit. So, mit genug Kooperation. Zum Beispiel mit genug können wir schon irgendwie mehr anfangen. Man hat mal vom Essen genug oder so. Nicht alle hören dann auf, ich auch nicht immer. Aber genug ist irgendwie etwas. Du hast vorhin gesagt, trink meinen Apfelsaftschorlen aus. Dann habe ich gesagt, wirklich? Hast du gesagt, ja, ich habe genug. So. Also wir müssen dann eine eigene Sprache finden. Und noch ein Beispiel, wenn wir auch zum Beispiel sagen, wir sind für No Border. No Border, keine Grenzen. Dann betonen wir auch dahinter die ganze Zeit Border, 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 Border. Dann sind so viele Borders, so viele Grenzen in unserem Kopf, als ob es selbstverständlich wäre, dass zwischen Salzburg und München eine Grenze verläuft, obwohl nichts darauf hindeutet. Kein Flussverlauf, keine Sprachgrenze, gar nichts. So. Und wir könnten stattdessen aber auch sagen, wir sind für globale Bewegungsfreiheit. Da steckt das Wort global drin. Das ist wie so unser Planet, auf dem wir als Schicksalsgemeinschaft leben. Dann steckt eine Bewegungsfreiheit, das Wort Bewegung drin. Bewegen ist tendenziell etwas Positives, was wir alle die ganze Zeit machen. Dann steckt da drin das Wort Freiheit. Freiheit, frei sein, frei entscheiden können. Da würden, glaube ich, sogar viele Ultraliberale mitmachen und würden sagen, ja stimmt, also erst einmal müssen wir uns alle frei über diesen Planeten bewegen können. Da muss man das vielleicht irgendwie einschränken oder so, aber jede Einschränkung ist dann erstmal zu rechtfertigen. Nur momentan ist ja umgekehrt. Also momentan müssen sich ja die rechtfertigen, die vom afrikanischen Kontinent nach Europa kommen und sogar die rechtfertigen, die ihnen dabei helfen, wenn sie dabei einen Schiffbruch erleiden. Also ich glaube, wir müssen unsere eigenen Vorstellungen betonen und auch sprachlich in Worte fassen. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal euch jetzt fragen nach euren Erzählungen oder wie eure Erzählung klingen würde. Ja, ihr seid ja auch voller Erzählungen und ihr seid größtenteils Aktivisten, Aktivistinnen. Ihr brennt für emanzipative Themen. Wenn ihr jetzt mal das Wort Erzählung nehmt und sagen würdet, ja, meine Erzählung würde das und das enthalten oder meine Lieblingserzählung wäre so oder die wünsche ich mir. Ich schreibe mit, ich sammle ja nicht bei so Veranstaltungen wie hier. Meine Beobachtung ist, oder Erzählung ist eigentlich sehr stark, auch in der S-Bahn, da fahre ich öfters, aber auch auf der Straße, beim Einkaufen, dass sich Männer sehr wohl trauen, sich zu berühren. Und tätscheln tun natürlich mehr die Frauen, oder die Männer auch, aber es gibt auch eine andere Geste, die nicht tätscheln, sondern die halt teilnimmt an der Erzählung des anderen und aufrichtet. Das ist was anderes, wenn ich sage, ja, müssen Sie schon hart, oder wenn ich beim Annehmen sage, das dann verstehe ich schon, aber schaue ich mir von der Seite an. Mir wird hier zu stark polarisiert, auch zu sehr verknüpft, polarisiert und dann ins Einzelne gegangen, das greife ich sehr stark an. Es wird auch. Ich glaube, wenn wir Sexualität und Mann sein oder Mensch sein zu sehr vertiefen, kommen wir sehr leicht zu falschen Schlüssen. Wenn das zu überbetont ist. Okay. Karl? Also für mich sind es eigentlich zwei verschiedene Sachen. Diese Befreiung aus diesen Rollen und eine, sagen wir, ja, Überwindung von Kapitalismus, was das aussagen sollte. Also ich versuche natürlich auch, bin ja irgendwie auch soweit aufgeklärt, aus meinen Sozialisationen und ihre Begrenzungen herauszukommen und offen zu sein für diese Befreiungsmomente, die es gibt. Aber ich denke, das kann kapitalistisch absolut absorbiert werden und umgeformt werden oder gar nicht einfach akzeptiert, sondern es ist, dass es eine ganz andere Dimension ist. Und
Ich finde richtig, dass es für viele Leute, für die das wichtig ist, auch sich dafür einsetzen und so weiter. Das ist nicht mein Bedürfnis. Deswegen ist für mich eigentlich die andere Seite wichtiger. Also es wird mir wichtiger, wie gehe ich gegen diese Fehler des Kapitalismus vor, mit aller Kraft, die ich dafür aufbringen kann. Und die anderen Bereiche sind für mich weniger wichtig. Das finde ich eine interessante Frage. Inwiefern würde der Kapitalismus ganz gerne all diese schöne Queerness, schöne Umzüge und sich schmücken und sich darstellen und sich in der Vielfalt ausdrücken und dann kauft man noch mehr Sachen und dann kauft man tolle Schuhe und alles das kauft man und macht dann tolle Umzüge, dass diese sich ja wunderbar vom Kapitalismus sozusagen also als Selbstoptimierung und Selbstdarstellung und genieße dein Leben und you yourself und so. Also wo ist da diese notwendige Kritik an den wirtschaftlichen Grundlagen? Ja, also, hast du direkt was dazu? Ja, okay, ich finde es hochinteressant, weil im Prinzip wird es ja schon seit Jahrzehnten gemacht. Ne? Das ist der typische Machiavellismus, ne? Also Embrace and make it your own. Also, habe ich jetzt nicht verstanden, Machiavellismus und was du noch gesagt hast? Embrace it. Umarme alle Phänomene. Umarme ist und Vereinnahme ist und ein Schlagzeug Kapital raus. Fertig. Das wird also seit Anno und Dunne mal gemacht. Entschuldigung, wenn mit offenen Augen durch die Welt läuft. Sorry, wenn es immer mitgegeben haben. Das ist ja schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten abläuft. Im Grunde genommen. Ja. Also, sagen wir so, es wurde verfeinert. Nee, also, das heißt, gesteigert. Das wurde halt verfeinert. Ne? Also, die Methoden der Manipulation wurden halt einfach verfeinert. Also, jedes Mal, wenn irgendjemand irgendwas gefunden hat, hat es vielleicht sogar eigentlich gut gemeint. Ne? Also, wie kann ich Leute einbringen, dass sie ein gesundes Ego aufbauen können? Also, ein gesundes Ego, nicht so, Schuppe, jetzt komme ich Ellbogen. Sondern einfach so, ich gehe aufrecht und du bist aufrecht und wir können uns auf gleiche Ebene begegnen. So. Und wenn dann Leute irgendwelche Techniken gefunden haben, für Leute, die gebrochen waren oder gebrochen wurden oder was auch immer, ja, die dann wieder ein bisschen auszubauen, dann kommt, dann hat sich bestimmt irgendjemand NLP, was nennt das Kind, wie es du willst, dann irgendwie dann das dann in irgendeine Richtung dirigiert, wo es halt gut Asche und Manipulation gibt. Ja. Ach, können Sie das auch dazu noch was sagen? Oder eine Kleinigkeit. Ja. Gefällt auch diese Werbung von Benetton, ein United Colors von Benetton. Also die zeigen dann Leute aus ganz verschiedenen Hautfarbe und zeigen, wie gut sich die verstehen. Und in dem Impuls soll man also dann Benetton-Klamotten kaufen. Also da ist ein Beispiel, also wie der Kapitalismus diese Völkerverständigungsbewegung sofort aufgreift und da wieder Geld verdienen will. Und Benetton ist ein Teil der Privatisierungspolitik in Italien zum Beispiel, ja, also nicht nur Kleidung. Ich fürchte auch, dass der Kapitalismus sehr geschickt und alle Widerstandsbewegungen und so aufgreifen und dann wieder in seinem Sinne ausnutzen, leider. Aber du auch noch dazu, oder ist das ein anderes Thema? Also es gibt natürlich eine historische Körperpolitik des Kapitalismus. Wer das meinst, nachvollziehen will, die beste Arbeit ist von Michel Foucault, Geschichte der Sexualität. Da hat er das intensivst beschrieben. Aber grundlegend gilt, der Kapitalismus ist an zwei Bedingungen geknüpft. Grundlegend. Also in dem Falle Körperpolitik, da sind alle möglichen und unmöglichen Varianten denkbar. Er ist geknüpft an die Ausbeutung der menschlichen Arbeit und er ist geknüpft an die Ausbeutung der Natur. Das sind die zwei Grundbedingungen für Kapitalismus und alle anderen kulturellen Fragen, die damit zusammenhängen. Natürlich hast du recht, wenn du betonst, dass die Rechte bis extreme Rechte ein ganz bestimmtes Männerbild vertreten. Das sind übrigens 85% der AfD-Mitglieder sind Männer. Ne? Ist kein Zufall, dass sozusagen der soldatische Mann die Grundlage dieses Denkens ist. Das hast du natürlich historisch durchgehend, dass hier eine ganz starke Geschlechterpolarisierung dann davon abgeleitet wird und so fort. Alles richtig, aber ist nicht geknüpft an die Frage des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ein extrem lernfähiges und entwicklungsfähiges System. Leider.
Okay, jetzt könntest du vielleicht... Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall vereinnahmt werden kann. Es ist halt die Frage, wie ernst wir die Sache nehmen. Also es ist eben, man macht eben schon einen Unterschied, wenn zwei Männer zusammenleben und ein Kind großziehen, dass nicht mehr automatisch klar ist, wer macht eigentlich die Hausarbeit, wer bleibt zu Hause. Es können nicht zwei Vollerwerbsarbeiten in unserer Gesellschaft und gleichzeitig 1 bis 5 Kinder großziehen. Es geht einfach nicht. Wir müssen das anders organisieren. Und wenn du eine klassische heterosexuelle Beziehung hast, dann ist eben ideologisch vorgeprägt klar, wer vermutlich zu 90% zu Hause bleiben wird oder wer einen Halbtagsjob macht oder wer vielleicht doch irgendwie 75% arbeitet und die ganze Hausarbeit zusätzlich macht, weitere 30 Stunden in der Woche. So. Und deswegen ist es eben total progressiv, wenn wir andere Zusammenlebenssituationen haben. Wenn, wie die Grünen das mal gefordert haben, wir sagen, es werden bis zu 4 Elternteile zugelassen für ein Kind. Es entspricht auch viel mehr der Realität, weil jede zweite Ehe wird geschieden und wir in Großstädten, wir erziehen unsere Kinder ganz anders. Wir erziehen sie mit Tanten, mit Nachbarinnen, mit Onkels, mit Schwestern. Das heißt, es würde unserem Leben viel gerechter werden. Und ich halte es für extrem wichtig, dass wir diese patriarchale und mit dem Kapitalismus verknüpfte Art von Männlichkeit aufbrechen. Eine Männlichkeit, die wir gerade überall sehen bei den großen rechten Staatenlenkern, wie bei einem Bolsonaro oder bei einem Trump. So, das Progressive, was wir dem entgegensetzen können, ist eine andere Art von Männlichkeit, eine fürsorgende Männlichkeit, eine liebevolle Männlichkeit. Und damit setzen wir diese ganze patriarchale Logik auseinander, die auch in einer linken Tradition leider bestand, wo du hast recht, es geht um die Ausbeutung von menschlicher Arbeit und von der Natur. Aber die menschliche Arbeit, die besteht eben zu einem großen Teil aus der ganzen bislang unsichtbaren Fürsorgearbeit, die viel von Frauen gemacht wird. Ein Mann kann nur in die Fabrik gehen oder ins Büro gehen oder ins Callcenter gehen und dort ausgebeutet werden, wenn irgendjemand auch dafür sorgt, dass ein neuer Arbeiter großgezogen wird, dass jemand Neues irgendwo entsteht. Irgendwie, woher müssen die neuen Arbeiterkinder kommen? Im Frühkapitalismus war das irgendwie, sind einfach beide Geschlechter, als die ersten Städte entstanden, sind beide Geschlechter in die Fabriken gegangen. So, dann sind die Leute, hatten 16-Stunden-Schichten, die Kinder wurden zu Hause mit Opiaten zugedröhnt und die Leute sind mit 36 gestorben. Es konnte sich also auch keine Oma um das Kind kümmern. So. Dann haben Unternehmer gesagt, mit Fabrikgesetzen beschlossen, dass die Frauen raus müssen aus der Erwerbsarbeit, niedriger bezahlt werden, das hat sich zum Teil nicht mehr gelohnt, und die ganze Fürsorgearbeit zu Hause erledigen. Und heute machen sie es, damals haben sie es gemacht, in Abhängigkeit, haben ihre eigene Unabhängigkeit zu Hause unter den Teppich gekehrt. Und heute machen sie es in Doppelt- und Dreifachbelastung. Genau. Sie werden depressiv, sie können es nicht mehr machen. Sie gehen zugrunde, viele, viele werden depressiv, kriegen andere Krankheiten. Es geht nicht mehr. Ich habe selber Freundinnen, die seit 2 Jahren nicht mehr arbeiten gehen können, weil sie einfach unter dieser Doppelbelastung total leiden. Und das müssen wir anerkennen, wenn wir es wirklich ernst nehmen, dass wir die Fürsorge nicht mehr auslagern an das andere Geschlecht, dann hat der Kapitalismus ein Riesenproblem. Aber ich erinnere mich an eine Diskussion mit Michael Hirsch an dieser Stelle, einem Münchner Soziologe, der gesagt hat, die Kitas sind ja die neoliberale Antwort auf das Problem der Vereinbarkeit. Und die Kitas sind ein neoliberales Angebot, dass du halt ganz, ganz früh deine Kinder loswirst. Und umgekehrt müssten wir fordern, dass unsere Fürsorglichkeit auch in unsere Berufsarbeit übertragen wird. Also nicht die Kindersorge übernommen wird von mir aus vom Staat oder so, sondern dass wir alle in der Ökonomie auch fürsorglicher werden können und diese Dichotomie aufgehoben wird, dass du irgendwie da so zweigeteilt wirst. Und dann sähe das Ganze schon anders aus, wenn du diese... Eben, wie das ja die Care Revolution auch vorsieht, dass du den Blick auf den Beruf, auf das, was wir produzieren, wie wir konsumieren, den mit diesen fürsorglichen Haltungen einforderst. Genau. Ja, also ich beziehe mich jetzt auch nochmal praktisch auf die Arbeitsteilung, auf die häusliche Arbeitsteilung und auch auf die andere. Ich meine, die Frauenbewegung war ja damals
hat ja sich sehr dafür eingesetzt, dass Frauen arbeiten können. 1976 gab es erst dieses Eherecht, damit Frauen sich nicht mehr, also die müssen den Ehemann nicht mehr fragen, dass sie überhaupt arbeiten gehen dürfen, also Erwerbsarbeit gehen dürfen. Aber es gab jetzt wirklich einen Umschwung und das finde ich auch. Also wenn man heute die jungen Familien anguckt, die sind alle total im Stress, sie haben viel zu wenig Zeit. Und wenn ich die jungen Frauen angucke, was du ja auch gesagt hast, die denken, die sind alle unheimlich, das muss alles perfekt sein, das ist richtig diese Devise, ich muss das alles bis aufs Kleinste richtig machen. Ich bin eine tolle Ehefrau, ich bin eine tolle Mutter und ich mache auch noch Karriere und das sind einfach überfordert. Und wenn ich Geld habe, habe ich eine polnische, also eine Polin, jemand aus Osteuropa, die mir die dann diese Arbeit abnimmt. Also ich sehe da eigentlich so, dass das in eine andere, es ist so ein bisschen übergeschwappt, was ja oft diese Trends eigentlich haben. Ne? Aber ich kann das schon auch sehen, dass die Kitas auch so was Neoliberales anbieten. Es gibt sogar eine in München. Joki, Job und Kind, sagt er das. Ach, noch die letzte Frage, weil ich habe mir ja versprochen, dass wir um 8:45 etwa Ende machen werden. Also, eine Idee. Also, da sieht man eigentlich, wie wichtig Arbeitszeitverkürzung ist. Ja. Und das ist ja auch eine lange Forderung, auch bei ATTAC gibt es eigene Gruppe, Arbeit verteilen. Also, wenn wir mit 20 Wochenstunden so viel verdienen, also genug verdienen könnten für eine ganze Familie vielleicht sogar, dass ein Ernährer, also der 20 Wochenstunden arbeitet, schon genug verdient für drei andere, dann wäre das Problem erheblich einfacher. Also ich glaube dann, der Kampf um Arbeitszeitverkürzung ist mindestens so wichtig wie der um Gleichberechtigung und Berührungen und so weiter. Also, genau, deswegen, das pardon? Ich würde da keine Wertung machen. Das genau. Ist deswegen auch der Titel Tiefrot für die ökonomische Frage und radikal bunt. Es muss eben zusammengehen, weil Ausgrenzen, Ausbeuten funktioniert nur durch Ausgrenzen. Wir müssen es zusammendenken machen. Und ich finde gerade in der Frage von Care-Arbeit zeigt sich eben, dass es auf lange Dauer einfach nicht mehr so weitergehen kann, weil selbst die Leute, die eine migrantische Putzfrau oder ein Kindermädchen haben und sich eine Kita leisten können in einer Großstadt und dann Platz bekommen. Selbst die müssen ja auch noch, und meistens machen es die Frauen, dann irgendwie am Abend die Hausaufgaben machen, um das Kind konkurrenzfähig für den kapitalistischen Leistungswettbewerb wieder zu machen. Und das machen eben dann macht nicht die rumänische Putzfrau und das Kindermädchen. Und das kann auch nicht ausschließlich in der Kita erfolgen, sondern das machen alle wieder. Und gerade diese Care-Frage, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass das nicht nur Frauen machen sollen, dass das auch Männer machen, weil sie fürsorgende Arbeiten ernst nehmen und übernehmen, dann löst sich auch die globale Care-Kette, also dass eben die rumänische Putzfrau ihre Kinder oder ihre kranken Eltern zu Hause zurücklässt und die sich dann wieder eine Nachbarin kümmern muss. Ja? Und mein erstes Kapitel, das möchte ich noch abschließend sagen, geht ja um den Streik der Pflegerinnen und Pfleger an der Berliner Charité. Was haben die gemacht in diesem Bereich, der den Feministinnen in den letzten Jahren so wichtig ist, im Bereich der Pflege und der Care-Arbeit? Die haben 2011 erstmals in der Geschichte effektiv gestreikt. Früher haben die mal ein Plakat hochgehalten bei einer Demo oder so nach der Schicht. Seit 2011 streiken die effektiv. Die lassen die Kranken in den Betten zurück. Dazu brauchen sie bestimmte Methoden, die ich da drin auch beschreibe, um die Verantwortung auf die Krankenhausleitung zu übertragen. Sie zwingen die nämlich dazu, mit kurzen, heftigen Anfangsstreiks, dass die für die weitere Verhandlungszeit OPs absagen, die Betten leer räumen, die Kranken nicht neu aufnehmen, sondern andere Krankenhäuser schicken. Die Charité hat pro Streiktag so einen Verlust von 1 Million Euro. Und was haben die geschafft? Nach nur 8 Jahren, wir haben jetzt 2019, haben sie es geschafft, dass erstmals die Bundesregierung davon spricht, dass es Personalschlüssel geben muss in der Pflege. Das hat es bislang nicht gegeben, nur für Frühchenstationen und für psychiatrische. Und jetzt ist es in der Debatte, dass es alle brauchen.
Und sie haben geschafft, dass ab nächstem Jahr die Bezahlung der Pflegerinnen und Pfleger nicht mehr aus der Profitlogik erfolgt über das Fallpauschalensystem im Krankenhaussystem, sondern wieder nach Bedarf finanziert wird. Das heißt, es ist ein Epochenwandel. Sie haben da die kapitalistische Logik ausgehöhlt. Ich wollte noch was sagen zu den Männern. Und zwar dieses schlechte Männerbild, was da beschrieben wird und in jeder Zeitung, MeToo und so weiter. Die Männer, finde ich, nehmen gar keinen Standpunkt dazu ein oder wehren sich oder erklären sich oder fragen oder antworten. Ich finde, da ist das große Schweigen bei den Männern. Ja, aber das große Schweigen hängt schon damit zusammen, weil ich bin unter anderem auch Informatikerin, Wirtschaftswissenschaftlerin, mache sehr viel internationale Politik, aber als Nicht-Accessoire-Frau. Ja? Und das Problem, ich habe mich mal sehr damit beschäftigt, es fängt ja schon in der Erziehung an von Jungs, dass die überhaupt nicht, also das Berührungsthema ist ganz kritisch für uns alle, aber auch Jungs müssen durchhalten, dürfen sich gar nicht öffnen, das wird da als Schwäche gesehen. Das fängt ja schon im Kindergarten an. Ich war mal da in so Kindergärten, in Grundschulen. Das fängt schon da an, dass die Jungs irgendwie da total blockiert werden. Ja? Also die dürfen sich gar nicht kommunizieren, zeigen, Traurigkeit, Schwäche. Und zu den Männern... Ich glaube, das kann man nicht verändern. Und zu den Männern, ich habe mit Männern aus aller Welt zu tun, privat und beruflich. Männer sind ganz arm dran. Ich habe mit Männern sehr viel zu tun. Ja. Männer, nach der kapitalistischen Definition von Männlichkeit, haben in unserem System Männer ihr Leben lang dem Geld nachzujagen und viel Geld zu verdienen. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Ja. Weil Geld Macht bedeutet und das bedeutet natürlich nur Frage. Ja, und deswegen sind nicht zufällig die patriarchalen und die kapitalistischen Werte die gleichen Wettbewerb, Durchsetzungsfähigkeit an Geld orientiert sein. Deswegen ist jede progressive Art von Männlichkeit, zum Beispiel eben eine Fürsorgende, so wahnsinnig progressiv und so wahnsinnig gefährlich für den Kapitalismus. Naja, vielleicht noch eine Sache möchte ich sagen dürfen, weil ich bin auch unheilbar krank geworden durch dieses System. Also ich habe Jahrzehnte kaum geschlafen und muss sagen, von uns heutigen Frauen wird erwartet, du sollst ewig wie 17 aussehen, auch noch mal 12 Stunden Arbeit, dann die Kerle auch noch, also irgendwie bei der Laune halten. Dann sollst du jetzt ein paar Kinder nebenbei großziehen, sollst einen tollen Haushalt führen, sollst ein ganzes Sozialleben managen und sollst bitte, also ich habe das selber erlebt mehrmals, noch einige Netto verdienen. Also ich habe Jahre kaum geschlafen. Also Frauen sind auch arm dran. Nur mit dem Unterschied, und das finde ich skandalös, ich sehe es jetzt, weil ich meine Mutter im Altenheim betreue, meinen Vater auch im Sterben begleitet habe, also ich bin jetzt auch sehr viel mit alten Menschen zusammen, die Frauen sind mittlerweile an den Unis sehr, sehr gut ausgebildet, wo sind sie aber später dann in den Firmen, das hängt natürlich auch mit unserer Biologie zusammen, die können wir nicht ändern. Und es gibt kaum Frauen, kenne ich, ich gehöre auch dazu, die ohne Mann oder im idealeren Fall ein von Männern generiertes Familienvermögen in materiellen Wohlstand leben. Also ich bin auch eine Frau, ich habe ein reiches Leben, aber ich bin monetär auch arm. Und ich kenne kaum eine Frau, die Geld hat. Und zwar generationsübergreifend, also meine Tochter aus meiner Jugend hat immer 2 bis 3 Jobs. Also da stimmt vieles nicht. Das sind so Erfahrungen, die wir machen. Oder allein auch. Ja, ich wollte ja aber jetzt mal auf die Männer... Ja, ich weiß schon, ist es stumm. Warum die schweigen zu all diesen Vorwürfen, warum die sich nicht äußern können, wie du sagst, zu ihrer Sexualität oder warum sie da keinen Standpunkt einnehmen zu diesen ganzen schrecklichen Vorkommnissen und das wundert mich nur im Laufe der Zeit. Habe ich noch nichts gehört von den Männern. Ja, ich sag's ja nochmal. Ja, nee, ist ja. Ja, einige möchten was sagen dazu. Aber da hinten noch einer, der noch nichts gesagt hat, der hat vielleicht noch mal gewusst.
müssen ja nicht hier sein. Dann Schluss machen, ja. Für mich ist das eigentlich aus der Gegebenheit heraus, also aus unserer Situation heraus logisch. Man hat nur zwei Möglichkeiten. Also man, entweder man zeigt die Empathie, die Gefühle dazu und ist damit ein schwacher Mann. Das ist die in unserer Gesellschaft. Also nicht die Zuhörigkeit. Oder man solidarisiert sich mit dem Vergewaltiger oder jemand, der da, und das kann man natürlich auch nicht eingehen. So, das sind die zwei Möglichkeiten in unserer Gesellschaft. Ja, aber vielleicht gibt es ja eine neue Erzählung, dass die Männer mal aufstehen und sagen, so wie die Frauen früher oder immer wieder, jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht und jetzt möchte ich mich mal dazu äußern oder wie ich das sehe oder wie, also irgendwie fehlt mir total diese Kommunikation. Ja. Ja, die hat das nie gelernt. In keiner Zeit. Ich glaube, jedenfalls als Vater auch kann man sagen, dass wir diese ganze Vermiete, wie ich finde, Frau-Mann-Ebene erweitern sollten um diese ökonomische Ebene, also das ist ja auch unser Attac-Anliegen, also dass das Gesamt des Produzierens und Lebens und das Gesamt unserer Lebensweise zärtlicher, liebevoller ausgerichtet sein sollte, dass es eine schöne Erzählung ist, wenn wir liebevoller leben können, dazu würde ich auch liebevoller arbeiten können in der gesamten Lieferkette und gegenüber der Natur. Also das finde ich einfach eine sehr schöne Widerstandsvision und in diesem Buch habe ich vieles dazu gefunden, worauf wir wirklich stolz zurückhalten können. Vielen Dank, Julia Fritsche, dass du bei uns warst und uns viel Anregung gegeben hast. Danke dir, danke euch. Und ohne Regen nach Hause. Bis zum nächsten Mal, wie gesagt, 23. September, wieder Palaver, eine Woche früher als sonst, weil das in die Aktionswoche von Fridays for Future fällt. Da wollen wir uns als Attac die Frage erlauben, was bedeutet uns diese Bewegung als quasi Altaktivisten? Ja, danke. Ich spende wirklich, ich stelle hier. Eine Spende.